Ah, das sieht schon mal gar nicht so nice aus. Sieht schon mal gar nicht so scheiße aus. Muss mal gucken. Also ich glaube, das will ich noch ein bisschen breiter machen, auf jeden Fall. Und dann, ja, müssen wir gucken, wie wir das an der Seite abschließen. Weil das ist natürlich schon auch wichtig. Vielleicht machen wir da aber auch noch ein bisschen eine Verlängerung. Ja, schauen wir mal. Das testen wir jetzt gleich alles aus. Jetzt nehme ich hier noch ein, zwei Bäumchen mit und dann geht es gleich weiter ans Dach. So. Wunderbar. Hier, den nehmen wir noch mit. Und den da drüben. Und dann machen wir gleich auch... dann pflanzen wir, würde ich sagen, auch gleich ein paar an. Saplinge haben wir jetzt ja auch wieder 20 am Start. Ein Huhn, ein Ei. So, das soll erstmal genügen und rüber geht's. Dann wollen wir da mal hoch und dann werden wir mal das ein bisschen noch zur Seite ziehen. Ja, da bin ich wirklich gespannt. Ich meine, hier haben wir jetzt noch das Holz da oben. Das könnte dann auch fast ein bisschen zu viel sein. Ja, müssen wir mal hier runter. Dann die Werkbank. Beziehungsweise wir packen gleich mal die Saplinge da weg. Wir müssen das dann alles auch mal irgendwann zusammenbringen. Wir verteilen es jetzt gerade so auf alles auf verschiedenen Kisten. Müssen wir jetzt einfach mal aus praktischen Gründen machen. Die Tür brauchen wir gerade auch nicht. Den Zaun behalten wir mal drin, dann kommen wir nie, wissen wir nie, was wir brauchen. Wozu wir das brauchen. So, dann Holz, Holz, Holz. So. So, aber das natürlich, will ich das gleich schließen hier? Soll das komplett dunkel sein oder mache ich da noch Glas hin? Natürlich ist die Frage. Warum habe ich das hier eigentlich hingemacht? Wenn überhaupt, dann müsste man hier Fenster hinmachen. So. Könnte man natürlich auch richtig. Ja, gut, das hier muss natürlich dann weg. Da bin ich noch nicht ganz zufrieden hier. Das ist Eck, das ist nämlich nicht so einfach. Denn das könnte nämlich von der Seite aus ziemlich klobig aussehen. Okay, da kommt aber dann hier noch das Dach hin. Das würde dann im Prinzip so aussehen. Das schauen wir uns jetzt mal kurz an. Ja, und dann könnten wir hier eigentlich noch ein bisschen den Vorsprung rausarbeiten. Ja, ja, das könnte werden, das könnte werden. Müssen wir nur kurz noch eine Lösung für dieses Fenster hier finden. Das könnten wir natürlich so groß machen. Oder aber wir packen hier einfach noch... Na gut, wenn wir da einen Slab draufpacken, dann geht das Fenster nicht ganz runter. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall... Vielleicht machen wir auch Blöcke. Ja, wir testen das einfach. So, die Sonne scheint ein bisschen hell. So, machen wir hier gleich zu. Dann können wir hier gleich alles dicht machen, weil wir jetzt ja wissen, wie das funktionieren soll. So, hier haben wir auch noch Eier. Hier haben wir die Seite des Dachs noch gar nicht fertig. Das heißt, da müssen wir eigentlich auch gleich nochmal ran. Und brauchen da Slabs, bevor wir dann hier auch gleich zumachen. Da haben wir, glaube ich, für wie drüben einfach nur Slabs genommen. Ist das richtig? Ja. Da haben wir einfach nur Slabs genommen.
da nehmen wir dann auch wieder Slabs und machen das einfach dicht. Haben wir denn den... Jawohl, das Dach hier haben wir schon zu. Dann packen wir da ein Slab drauf. So war das, ne? Haben wir das über den Holz, über das Holz drauf? Nein. Dann nur eins nebendran. Ja, entschuldigt, wenn ich mir das jetzt alles gerade so ein bisschen vorsagen muss, aber so kann man das am besten irgendwie machen. Ja, wie gesagt, ich war so ein bisschen enttäuscht von den beiden Bergmann und Delay, wobei, ja, ist natürlich... Trotzdem, war natürlich trotzdem ein großartiges Let's Play und die Jungs sind einfach auch cool. Von dem her alles gut, ja, kann man jederzeit weiterempfehlen und gucken, die beiden. Ja, wenn ich so gut Let's Playen würde wie die beiden und so weiter, dann wäre ich ein stolzer Mensch, aber und auch so viele Fans hätte einfach und so eine tolle Community habe ich natürlich jetzt noch nicht so in der Art wie die beiden. Von dem her, ja, beschweren darf ich mich nicht, aber anregen darf ich und ja, ich habe mir natürlich schon, ich war halt auch in dem Moment einfach ein Fan, der sich gewünscht hat, dass die beiden halt gewinnen und deswegen, ja, war ich halt erstmal kurz enttäuscht. Aber es war halt einfach eine geile Aktion, also es ist einfach echt eine richtig schöne Sache gewesen, Varo, und cool, dass die beiden mitmachen durften. Von dem her, für mich ein sehr geiles Projekt, werde ich mich gerne daran erinnern, wieder im nächsten Jahr, wenn die beiden wieder Bock haben mitzumachen, freue ich mich schon drauf, schaue ich natürlich wieder zu, ja, ist ganz klar. Ja, aber wie ist das denn hier? Ist das auch genauso? Eins, eins. Warum ist aber da, ach so, weil hier halt Holz ist, okay. So, so, so. So, so und dann jetzt hier rüber. Ja und wie gesagt, wenn jetzt der Bergie wieder zu Hause ist, nach den Sommerferien und so weiter, Winterferien und er jetzt irgendwie Bock hat, irgendwie mal wieder auf ein chilligeres Format, freue ich mir einen Ast ab, weil ich hätte ja so gerne, dass der Bergie wieder einfach ein bisschen mehr baut. Ich liebe es ja, wenn er baut, weil ich finde, er ist ein richtig guter Bauer. Also Handwerker, Minecraft-Handwerker im Sinne von, der baut einfach richtig gut und es ist immer schade, wenn er dann, ich glaube, ich will das ein bisschen gemütlicher haben. Vielleicht mache ich das dann aber auch anders. Habe ich schon wieder keinen? Doch, habe ich. Vielleicht... Muss ich vielleicht einfach auch mal testen. Also wenn ich jetzt mich hierhin Glas hinsetze, ja, dann wirkt das vielleicht ein bisschen komisch. So, ich hole mir mal kurz Glas. Glas hatten wir nochmal wo? Haben wir das wieder in unserem Fischerdorf? Ich vermute ja. Wir müssen ein bisschen hin und her laufen. Das ist leider so. Aber es wird auch wieder Nacht. Das heißt, wir können da auch gleich mal Halt machen und aber hier haben wir noch Sand. Das Sand könnten wir doch vorsorglich in so... Alter, aber da habe ich jetzt ganz sicherlich gerade keinen Block hingesetzt. Haben wir noch mehr Stein? Jo. Da können wir uns sowieso mal einen Ofen reinpacken. Gleich mal hier ins Eck. So, bam, bam. Den packen wir hier rein. Dass wir auch was haben. Kohle rein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wunderbar. Und machen wir mal Sand, Glas. Denn wir werden auf jeden Fall viel, viel Glas brauchen. Das wird ja nicht unser einziges Gebäude sein. Von dem her macht das überhaupt nichts, wenn wir... gut zugewachsen hier. Sehr gut. Wenn wir ein bisschen zu viel Sand haben, beziehungsweise zu viel Glas haben. Jo. Und dann gehen wir auch gleich mal pennen. Was haben wir denn hier für Geräusche gehabt? Nachbar. Hier plöppt wieder das Lava, so wie immer. So. Wunderbar. Dann würde ich sagen, bevor wir schlafen gehen, holen wir uns das Sand, das Glas. Und dann legen wir uns schlafen. Wo war unser Glas? Oh, da war unser Glas. Sehr gut. So. Das nehmen wir alles mit. Das brauchen wir nämlich. Und wir nehmen auch die Wolle mit. Wir brauchen 6 Wolle. Das war jetzt schon eins zu viel.
So, nämlich für zwei Betten, die wir natürlich auch dahin bauen wollen. Die Betten können wir dazu jetzt natürlich auch gleich bauen. Dann brauchen wir erst gar nicht groß nachdenken. So, wo haben wir das Holz? Hier, so. Zack. Und zack. So, wunderbar. Ein Bett, zwei Bett. Kann man die stacken? Warum kann man die nicht stacken? Das Bett ist doch noch nicht benutzt. Warum kann man das noch nicht stacken? So, und dann gehen wir pennen. Ich wünsche allseits gute Nacht, liebe Kühe. Gute Nacht. So, und dann kann ich ja mal... Bei den letzten Mal habe ich irgendwie gemerkt, so angeschlagene Stimme und so, habe ich mir mal ein Teechen gemacht. Ein Kamillentee, der soll ja sehr beruhigend wirken. Auf den ich jetzt ab und zu mal beim Let's Play zurückgreifen werde. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Aber Stimme geht vor, Gesundheit geht vor. Und ja, muss dann halt einfach auch mal sein. So, und dann geht's zurück zu unserem Hafen. Weiter geht's. Wir wollen ja auch mit unserem Dach noch fertig werden. Die 1,5 Folgen haben wir ja auch schon hinter uns. Und haben ja auch schon ein bisschen was gemacht. Schon das Dach ein bisschen weiter gebaut und Holz abgebaut. Neu gepflanzt. So, können wir gleich mal so ein bisschen gucken, wie das dann aussieht, wenn man hier reinkommt. Ja, das könnte doch ganz gut werden. Das ist immer so, so die Gefahr, man weiß da nicht so ganz genau, wie das dann tatsächlich aussieht in seiner Vorstellung. Und dann sieht es doch immer wieder ganz anders aus, wie man sich es vorgestellt hat. Ihr kennt das. So, jetzt probieren wir das mal hier mit dem Glas aus. Während wir das Bett da haben, können wir das auch mal gleich mal dahin packen. Das blenden wir mal ein. So. So, vielleicht wäre da auch ein Teppich gar nicht schlecht irgendwie. Ich glaube, da muss ich nochmal ein Teppich hin machen, dass es ein bisschen gemütlicher ist. Und ich glaube, ich will hier auch Bücherregale drin haben. Müssen da auf jeden Fall rein. Ja, da müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen Hand anlegen, dass es auch wohnlicher wird. Dem widmen wir uns auch noch, aber erstmal gucken, dass überhaupt das Gebäude irgendwie steht. Und wir ein schönes Dach haben. So. Och, das sieht eigentlich nicht so schlecht aus. Der hier hat auch nichts zu suchen. Auf Wiedersehen. Tap, tap, tap. So, dann können wir uns auch überlegen, wie wir dann hier unsere Beleuchtung ein bisschen anders machen. Natürlich erstmal so hier an die Wand ran. Das ist schon mal das Minimale, aber natürlich auch vielleicht sogar mit indirekter Beleuchtung, irgendwie durch den Kürbis oder so. So, und hier könnten wir uns natürlich... Gut, hier kommt also wahrscheinlich schon noch ein Dach drüber. Ne? War natürlich schon sehr geil. Stellt euch vor, ihr legt euch ins Bett und dann habt ihr so eine Aussicht. Alter Schwede, das ist eigentlich schon sehr geil. Und dann esst ihr noch nebenbei eine Ofenkartoffel. Lecker. Während ihr so im Bett liegt. Sehr geil. Okay, ich glaube, das kann man machen. Da hat man hier auch so ein bisschen Aussicht, hat man. Klar sieht man das Dach, aber so ist das eben bei dieser Architektur, die etwas anders ist. So. Wunderbar. Hier kommen natürlich dann auch Glasscheiben rein. Nö. So bitte nicht. Ja. Ja, wunderbar. Dann haben wir das nämlich eigentlich relativ hell auch. Ohne gleich allzu viel Licht selbst zu benutzen. Auch durch das helle Holz. Das ist natürlich schon sehr gut. Ja, dann sind wir hier oben eigentlich. Ach nee, natürlich noch lange nicht fertig. Denn hier muss natürlich noch ordentlich Glas rein. So. So, ja. Und wenn das jetzt noch, die Texturen noch miteinander verbunden wären, ich glaube, da lohnt es sich nochmal nach einem anderen Texture-Pack zu gucken oder beziehungsweise zu schauen, ja, dass die sich verbinden, dass das halt eine durchgehende Front ist. Weil das wäre natürlich schon, das wäre natürlich nochmal eine Nummer geiler. Aber wir sind ja immer frei, auch zu wechseln. Für den Moment würde ich sagen, sind wir hier oben eigentlich ganz gut bedient und wir gehen mal draußen aufs Dach und schauen mal, was wir da hinbekommen.
So, das Glas brauchen wir, soweit ich weiß, nicht mehr. Das packen wir dann erstmal weg. Wir haben vorne ja auch noch welches am Start. So, wunderbar. Ja, hier könnte ich mir jetzt gut vorstellen, dass wir die obere Lippe ein bisschen länger machen. Also praktisch um einen länger, damit das ein bisschen imposanter ist.